Tobi Kämmerer, der HR3-Moderator, hat sich zum Rettungsschwimmer ausbilden lassen und hat 100 Hessen motiviert, das ebenfalls zu tun. Heute der große gemeinsame Trainingstag, das HR3-Heldencamp in Rüsselsheim im Schwimmbad an der Lahre. Die DLRG ist für den hessischen Innen- und Katastrophenschutzminister natürlich eine wichtige Organisation für die Gewährleistung der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Wenn man die Schwimmfähigkeit der Bevölkerung erhalten möchte, dann muss man natürlich offene Bäder haben. Und für offene Bäder braucht man entsprechende Rettungsschwimmer. Und die werden hier und heute im Heldencamp entsprechend ausgebildet. Ich bin der DLRG, aber ich bin auch dem Hessischen Rundfunk, die das in einer besonderen Form unterstützt haben, sehr dankbar dafür. Ja, wir sind wieder da und wir machen jetzt weiter. Jetzt wird's spannend. Ihr seid nämlich... Sehr gut. Wir sehen gerade im großen Trainingsteil Sprünge. Körper geht ganz gut. Schrittsprung ist schwierig, weil die Haare eigentlich nicht nass werden dürfen, wenn man reinspringt. Klappt mal so, mal so. Ich fand es interessiert, ich fand es eigentlich schön. War schon immer mein Traum, als ich Baywatch gesehen habe, auch dachte ich mir, okay, probier es mal selber aus und jetzt geht's los. Ja, wir sind als Gruppe, wollten wir mal Rettungsschwimmer machen, weil wir haben gesagt, durch die letzten 2 Jahre gibt es jetzt so wenig und so viele Kinder, die nicht schwimmen können. Und da kann immer mal leicht was passieren. Und da ist dann gut, wenn man sicher ist und eingreifen kann oder sich da traut, hinzugehen und etwas zu machen. Ich fand den Tag heute super. Ich bin auch im Rettungsschwimmer weitergekommen. Ich bin zwar noch nicht ganz fertig, jetzt mit meinem Rettungsschwimmer Silber, aber es hat mir sehr viel gebracht heute, der Tag. Es hat Spaß gemacht. Ja, wir sind vom Erfolg total überrannt und geflasht, dass das so genial abläuft mit über 1000 Leuten, die Rettungsschwimmer werden wollen. Das hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht. Es sind Leute dabei, die wollen dabei bleiben, die wollen Ausbilder für Schwimmen, Ausbilder für Kinderschwimmen werden. Das ist total großes Kino. Und alle Teilnehmer, die hier rausgegangen sind, waren total glücklich, total happy und sind scharf drauf, die Ausbildung zu Hause in ihren örtlichen Gliederungen fortzusetzen. Super Erfolg und ich bin gespannt, ob wir sowas nochmal machen. Wir werden sicherlich an diese Erfolgsstory irgendwie anknüpfen müssen. Und da freuen wir uns alle drauf. Wir sind Helden! Super!